Hello! Wenn ihr es ein bisschen sabbern hört im Hintergrund, ist das diese kleine Madame, die gerade ihre Schwanzspitze gefunden hat und dran zuzelt. Das ist so Mikas absoluter Wohlfühl-Move. Wenn es ihr richtig gut geht, dann kuschelt sie sich ein und zuzelt an ihrer Schwanzspitze wie so an so einer Zitze. Und es passt ganz gut zum Thema heute, denn wir machen heute ein bisschen was anderes als normalerweise. Kleines Experiment sozusagen, um mal zu gucken, ob ihr sowas mögt. Keine Ahnung, wir probieren es mal. Ich habe in den letzten Wochen auch so in Gesprächen mit Freundinnen oder auch in Familie gemerkt, dass es vielen von uns einfach nicht richtig gut geht. Natürlich auch, weil die Pandemie so ihr Übriges tut. Wir haben alle zurückstecken müssen in den letzten Jahren und ich glaube, so der ein oder andere ist auch noch mal ganz anders mit seinen Problemen konfrontiert worden. Und ich meine, es zeigt ja auch, wie viele von uns nach Therapieplätzen suchen. Ich glaube, noch nie war die Suche nach Therapieplätzen so hoch wie jetzt gerade. Und einerseits ist das schrecklich, darüber nachzudenken, wie vielen Leuten es nicht gut geht. Andererseits ist es schön, dass so viele jetzt bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, dass wir alle Stück für Stück Hilfe annehmen und an uns arbeiten. So, abgesehen von Therapie gibt es aber auch Sachen, finde ich, die wie so kleine Seelenstreichler im Alltag sein können, die einem helfen können, hier und da kleine Inseln für sich zu schaffen oder einen auch nochmal so daran zu erinnern, dass es auch okay ist, sich Zeit für sich zu nehmen. Bei allem, was wir so machen, alle Menschen, für die wir gerne da sind, alle Dinge, die wir gerne erledigen, brauchen wir, glaube ich, alle auch Momente für uns. Und deswegen dachte ich, mache ich mal so eine kleine Liste mit Dingen, die mir gut tun, die meiner Seele gut tun oder auch Dinge, die ich jetzt neu ausprobiere, um zu sehen, ob sie mir gut tun. Und pack das einfach mal so als kleine Inspirationssammlung alles in dieses Video, um zu sehen, ob euch das vielleicht auch weiterhilft, weiterbringt. So als kleiner Reminder, ihr könnt euch das Video auch abspeichern für später, wenn ihr sagt, Mensch, mal für eine blöde Phase wäre das ganz gut. Aber ich dachte, es ist vielleicht ganz schön, sowas mal zusammenzufassen in einem Video, dass man es griffbereit hat. Das erste ist, etwas zu tun für sich, was man schon lange machen wollte. Irgendein kleines Ziel, was man sich für die nächsten 30 Tage vornimmt. Das kann eine größere Sache sein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Das kann aber auch was Kleineres sein. Ich glaube, wir alle haben so Dinge in unserem Leben, die wir vor uns herschieben oder die wir super gerne machen wollen würden, aber nicht machen, weil immer irgendwas anderes wichtiger ist oder man sich einfach die Zeit nicht nimmt, weil es ja nur was für einen selbst ist. Das können kleine Projekte sein, das können kleine Ideen sein, die man umsetzen möchte, das können auch größere Sachen sein oder vielleicht auch solche Dinge wie mal den Kleiderschrank durchräumen, weil man merkt, ich ärgere mich jeden Morgen, wenn ich da reingucke und es wäre so schön, einfach Zeit zu haben, mal diesen Kleiderschrank auszuräumen und durchzusortieren, um dann einfach den Kleiderschrank morgens aufzumachen und zu merken, oh, ich habe wieder nur Sachen drin, die ich wirklich schön finde. Das kann aber auch sowas sein wie zum Beispiel eine Massage, dass man sagt, oh, ich wollte eigentlich schon immer mal irgendwie mich massieren lassen, habe ich noch nie gemacht oder mir mal die Nägel machen lassen oder irgendwie sowas. Irgendwas, was euch gut tut, was euch ein gutes Gefühl gibt. Nehmt euch irgendwas vor, was ihr in den nächsten 30 Tagen für euch macht und für das ihr bewusst Zeit schafft. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die allermeisten von uns im Alltag uns mehr darauf konzentrieren, wo sind meine Fehler? Ah, meine Haare liegen blöd. Oder ah, das habe ich heute Morgen blöd gemacht. Oder ah, das hätte ich jetzt auch wieder erledigen können. Und stattdessen habe ich am Handy gedaddelt oder wie auch immer. Ich glaube, ganz oft konzentrieren wir uns auf alles, was wir nicht gut machen, was nicht gut an uns ist oder nicht perfekt ist an uns. Und ich glaube, es hilft total fürs eigene Wohlbefinden, sich einfach mal zu überlegen, was ist denn gut an mir? Was mag ich an mir? Meinetwegen könnt ihr Äußerlichkeiten aufschreiben. Ihr könnt euch aber auch Charaktereigenschaften überlegen. Was auch immer euch besser gefällt oder worüber ihr lieber nachdenkt. Und wenn ihr jemand seid, dem es leicht fällt, schreibt euch so viel auf, wie ihr wollt. Wenn es euch schwer fällt, beschränkt euch erstmal auf 5 Dinge, die ihr für euch raussucht. Und wenn ihr auf gar nichts kommt, dann fragt einfach mal bei Freunden oder Familie nach, was sie sagen würden, was so 5 Dinge sind, die gut an euch sind, die man wertschätzen kann oder die auch wertgeschätzt werden. Und allein dieses Auseinandersetzen damit hilft einem total, so ein Gefühl zu bekommen, als würde man sich selbst so ein bisschen Kompliment machen, ohne sich jetzt irgendwie in den Himmel zu loben und sagen, oh, ich bin so super toll, darum geht's nicht. Aber einfach sich wirklich einen Moment zu nehmen und sagen, ja, das ist gut an mir, das mag ich an mir, das ist eine schöne Eigenschaft. Eine Sache, die, glaube ich, vor allem Stadtmenschen zu selten machen, die aber extrem gut tut und die wir oft unterschätzen, ist, sich Zeit zu nehmen, um einfach mal in der Natur zu sein. Ich glaube, die Leute unter euch, die einen Hund haben, werden am Wochenende wahrscheinlich sowieso rausfahren und irgendwie in den Wald oder auf eine große Wiese oder so. Aber wenn ihr das nicht habt, kann ich das wirklich nur empfehlen. Es tut unheimlich gut, einfach mal nur Bäume zu sehen, grün zu sehen, draußen rumzulaufen, den Wind zu spüren, auch den Regen zu spüren. Da geht es auch gar nicht so um riesengroße Runden, sondern einfach um eine kleine
kleine Runde für sich, so ein bisschen Zeit für sich. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Wenn ihr Probleme habt, euch zu motivieren, dann macht euch einfach Musik auf die Ohren oder ein Hörbuch, je nachdem, was ihr mögt, Podcast, was auch immer. Und macht euch vielleicht einen Kaffee to go oder so. Selbst wenn es draußen stürmt oder regnet, zieht euch bewusst richtig kuschelig an und lauft einfach. Genießt so ein bisschen Natur zu spüren. Das tut der Seele wahnsinnig gut. Ich persönlich fühle mich total wohl, wenn ich mir auch Zeit nehme für meinen Kopf. Das heißt, Dinge tue oder mich mit Dingen umgebe, die mir was beibringen. Und eine wirklich leichte Möglichkeit, wie ich finde, ist einfach mal eine Dokumentation anzumachen. Entweder zu einem Thema, was einen grundsätzlich interessiert, über das man gerne mehr wissen möchte, oder vielleicht auch ein Thema, mit dem man sich vorher noch nie beschäftigt hat. Ich habe neulich gerade eine Doku gesehen über die Amish. Auch ein Thema, was mich vorher noch nie beschäftigt hat, aber was ich irgendwie super interessant fand, da mal so reinzuschnuppern. Und ich glaube, sowas Einfaches wie mal eine Dokumentation gucken zu irgendeinem Thema hilft einem schon, mal wieder so ein bisschen aus einer Bubble zu kommen und den Horizont ein bisschen zu erweitern und einfach mal einen neuen Input zu kriegen. Die nächste Sache ist, glaube ich, in jedem Wohlfühlvideo drin, deswegen erwähne ich es nur kurz, aber ich erwähne es, weil es tatsächlich wichtig ist und wir es so oft unterschätzen, und zwar Wasser trinken. Wenn ihr gerade auch bei dem Satz mit den Augen gerollt habt, dann kleine Challenge an euch, probiert doch vielleicht mal für eine Woche, euch dazu zu zwingen, mehr zu trinken, mehr Wasser zu trinken. Besorgt euch eine schöne Wasserflasche oder ein schönes Glas oder ein Behälterli, irgendwas, was ihr mit euch rumschleppen könnt, was euch darin unterstützt, und trinkt einfach mal 2,5-3 Liter Wasser, je nachdem, was für eure Körpergröße, für euer Gewicht gut ist, und guckt, was passiert. Genug Wasser zu trinken macht mit dem Körper so viel, was das Immunsystem angeht, was die Verdauung angeht, was die Haut angeht, die Schlafqualität angeht, Haare, Augen, Konzentration, alles hängt damit zusammen. Und es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wenn ich aus einer Phase rauskomme, in der ich nicht so gut Wasser getrunken habe und dann wieder auf mein, ich sag jetzt mal, Normallevel komme, wie verdammt gut es mir geht und wie viele kleine Problemchen tatsächlich einfach verschwinden. Kleine Challenge, probiert es aus. Es ist wirklich ein krasser Effekt, und Wasser trinken ist so das Einfachste, was man tun kann. Noch was, was mir definitiv Vimy wieder beigebracht hat, ist so ein bisschen zurückzugehen zu seiner liebsten Kindheitsmusik. Das ist für mich definitiv alles Mögliche von Disney. Ich habe als Kind wahnsinnig gern diese Filme gesehen und vor allem mochte ich die Musik, und nach wie vor gibt es Songs, die mich einfach, ja, irgendwie schaudern lassen, die mir so Gänsehaut machen und ich gerne mittriller. Und auch dafür habe ich mir vor Vimy viel zu wenig Zeit genommen. Inzwischen habe ich mir so eine kleine Playlist angelegt mit so Kindheitsmusik, Disney-Songs und so weiter, Sachen, die mich einfach glücklich machen. Und das kann ich auch nur empfehlen. Es ist auch wie so ein kleiner Seelenstreichler, den man gerne mal im Alltag einfach anmachen kann. Das habe ich gerade neulich nach einem sehr unschönen Telefonat gemacht, in dem ich mich sehr geärgert habe. Ich habe mir einfach meine Playlist angemacht und habe hier König der Löwen geschmettert. Das hat sehr gut getan. Ich habe niemanden umgebracht. Hat geholfen. Oh Gott, das klingt schrecklich. Ich glaube, wir alle kennen das Problem, dass wir unser E-Mail-Postfach öffnen und denken, wieso habe ich 84.000 E-Mails? Was ist hier los? Was passiert hier? Und es ist nicht so, dass wir alle so wahnsinnig busy und wichtig sind, sondern ganz oft sind es einfach Spam-Mails von irgendwelchen Newslettern, wo wir angemeldet wurden oder wo wir uns selber angemeldet haben oder nie abgemeldet haben. Und ich glaube, es ist total schön und fühlt sich wahnsinnig gut an, wenn man sich einfach mal hinsetzt und diese Newsletter-Dinger abmeldet. Das muss auch nicht alles in einem Rutsch sein, je nachdem, wie viel ihr habt, müsst ihr nicht jetzt sagen, okay, heute Abend mache ich das, alles fertig, aber einfach sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um zumindest ein paar davon mal abzubestellen. Denn immer dann, wenn ihr ein Newsletter mehr abbestellt habt, dann habt ihr wieder weniger E-Mails in eurem Postfach, die euch eigentlich im Grunde nicht interessieren. Es gibt auch Newsletter, die ich sehr genieße, aber die allermeisten gehen mir tatsächlich eher auf den Keks. Eine Sache, die ich immer versuche zu machen, wenn ich merke, mir geht's nicht gut, wenn ich irgendwie keinen guten Tag habe oder sehr mit mir kämpfe oder ja, mich einfach nicht gut fühle, ist früher ins Bett zu gehen. Ich gestehe, bin die absolut größte Nachteule. Ich liebe es, lange wach zu sein, bis in die Morgenstunden und einfach, ja, so die Nacht zu genießen, wo alles still ist und ich meine Ruhe habe und irgendwie einfach die Nacht genießen, die Stille zu genießen, das Bewusstsein darüber, dass alle schlafen und man selber ist so ein bisschen wie so ein Geheimagent, der noch wach ist und so sein Leben lebt. Ich finde es einfach, ich liebe das Gefühl, nachts wach zu sein. Aber gerade für die Birne ist es so, so gut, wenn man merkt, okay, ich bin nicht gut drauf, sich mehr Schlaf zu gönnen. Das hilft extrem, um sich besser zu fühlen am nächsten Tag, um auch so seelisch besser drauf zu sein, um gesünder zu essen, sich besser zu fühlen, auch gesündere Gedanken zu haben. Und auch das ist wieder was, was man so schnell unterschätzt, wie auch ähnlich mit dem Wasser trinken, aber was einen riesengroßen Effekt haben kann. Und was, finde ich, man einfach mal ausprobieren kann, wenn man merkt, scheiße, mir geht es seit Wochen nicht besonders gut, einfach mal diesen Faktor reinwerfen. Früher schlafen, mehr schlafen und gucken, was passiert. Stress macht ja so einiges mit uns und unter anderem eben auch, dass viele von uns falsch atmen. Dass wir oft zu flach atmen und nicht richtig in den Bauch atmen oder dass wir beim Atmen
ohne es mitzukriegen, so die Schulter nach oben ziehen. Und das sorgt dafür, dass wir uns verspannen, dass wir noch gestresster sind, dass wir einfach schneller müde werden. Und das ist auch was, was extrem helfen kann, sich einfach mal mit seinem Atem auseinanderzusetzen. Zwischendurch, wenn es einem einfällt, man zum Beispiel wartet, dass der Drucker was druckt oder, keine Ahnung, irgendwo in der Warteschleife hängt, wirklich bewusst mal die Schultern runterzunehmen und bewusst in den Bauch zu atmen. Nicht hier oben hin, sondern wirklich bewusst unter den Bauchnabel sozusagen zu atmen und richtig bewusst ein- und auszuatmen. Nicht nur ein, sondern auch aus. Das ist auch was, wenn man zum Beispiel nervös ist vor irgendeinem Event, von einem Vortrag oder was weiß ich, von einem Auftritt, dass man dann oft ja dieses Gefühl kriegt, ich kriege keine Luft. Das liegt daran, dass wir super einatmen in Angstsituationen, aber nicht gut ausatmen. Also Atmung kann tatsächlich sehr, sehr viel auch mit unserem Wohlbefinden machen und ist was, was wir nicht vernachlässigen sollten. Ich glaube, durch die letzten Jahre in der großen Corona-Zeit haben wir alle natürlich unsere sozialen Kontakte runtergeschraubt und die einen kommen besser damit klar, die anderen nicht so gut. Und ich glaube, wir alle haben zwischendurch so Momente gehabt, in denen wir dachten, oh, ich würde jetzt total gerne, keine Ahnung, mal wieder mit einer Freundin mich auf einen Kaffee treffen oder ich würde total gerne einen Ausflug machen mit einem guten Freund oder ich wollte schon ewig mit meinen Freunden mal irgendwo ein Airbnb buchen für ein paar Tage. Und das könnte auch was sein, was ihr einfach in den nächsten 30 Tagen macht. So einen kleinen Trip planen, so einen kleinen Ausflug planen oder ein kleines Event, sag ich mal, mit Menschen, die ihr liebt. Natürlich sicher und getestet und so weiter, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, auch für die Seele, dass wir, ja, Glücksmomente erleben. Organisiert euch einen Glücksmoment. Etwas, was, glaube ich, vielen schwerfällt und auch zu Recht, ist Ausmisten. Und auch das wird ja so oft empfohlen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich fühle mich so erdrückt und ich brauche irgendwie Veränderungen in meinem Leben. Einfach mal ausmisten. Aber einfach mal ausmisten ist gar nicht so einfach, denn tatsächlich gibt es Untersuchungen darüber, dass etwas wegschmeißen ähnlichen Effekt hat wie Schmerzen auf den Körper. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen und es macht tatsächlich was mit einem, sich zu überwinden, Sachen wegzuschmeißen. Aber es ist was, was man definitiv lernen kann und ich habe das über die letzten Jahre definitiv trainiert und inzwischen fällt es mir sehr viel leichter. Was nicht heißt, dass ich ständig alles durchgehe, was ich habe und wegschmeiße und neu kaufe. Ich gehe aber immer wieder kritisch meine Dinge durch und überlege, was brauche ich wirklich noch? Brauche ich dieses Teil? Brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich oder nimmt es Platz weg? Und ich trage es immer so von A nach B, denn sonst kommt nämlich in den Strudel, dass man in seiner Wohnung immer noch mehr Schränke und noch mehr Stauraum schafft für Dinge, die man nicht braucht und die vielleicht andere Leute viel glücklicher machen. Also kleine Challenge an der Stelle, probiert doch einfach mal 5 Dinge aus eurem Umfeld auszusortieren. 5 Sachen zu finden, die ihr nicht mehr braucht, die ihr nicht mehr mögt, die ihr nicht benutzt und die einfach weiter zu verschenken, zu verkaufen oder wenn sie kaputt sind, auch einfach wegzuschmeißen. Okay, Freunde, die nächste Sache ist absolut hippie-mäßig und ihr müsst sie nicht machen, definitiv nicht. Und es ist vielleicht auch für den einen oder anderen so ein bisschen wie eine Mutprobe, aber es macht irgendwie Spaß, wenn man es ausprobiert. Oh Gott, gleich stempel ich mich ab. Lächelt doch einfach mal Menschen an. Und ich meine jetzt nicht debil creepy, als würde man ihnen gleich irgendwie die Seele aussaugen, sondern einfach wirklich bewusst, wenn man jemanden, zum Beispiel, wenn man jemanden begegnet oder man steht zusammen beim Bäcker an der Schlange und es treffen sich so die Blicke, einfach mal zu lächeln. Und ja, wir tragen alle Masken, aber trotzdem sieht man ein Lächeln in den Augen. Und das ist irgendwie eine Überwindung, weil man ja nicht einfach random Leute anlächeln will und dann wie so ein Creep dastehen will. Aber das macht total viel mit einem. Mit einem selbst, weil man das Gefühl hat, man überträgt so gute Laune und auch zu sehen, wie es auf der anderen Seite ankommt und gerade ältere Leute oder Kinder oder so, das total annehmen und sich freuen und darauf reagieren. Und es hat so ein bisschen was, und das ist wirklich hippie-mäßig, so ein bisschen was von Glück weitergeben. Also wenn ihr einen Tag habt, wo ihr sagt, heute scheint mir irgendwie die Sonne aus dem Arsch, ich habe gerade geile Musik gehört und ihr habt gute Laune, lächelt doch einfach mal jemanden an. Das tut tatsächlich der eigenen Seele auch total gut. Input kann natürlich auch immer über Podcasts kommen. Ich bin großer Podcast-Fan. Ich habe so einige Podcasts, die ich höre, Richtung True Crime, aber in letzter Zeit auch so ein paar Wissens-Podcasts, weil ich einfach auch interessant finde, was Menschen, die Ahnung von bestimmten Themen haben, so sagen und wie sie das formulieren. Und ganz oft gibt es dann eben diese wunderschönen Aha-Momente, die ich so liebe. Also könnte auch eine Sache sein, mal seine Podcasts durchzugucken, zu überlegen, ist das alles noch was, was mich interessiert? Höre ich das alles überhaupt? Und vielleicht hier und da auch mal nach anderen Themen zu recherchieren, sich in neue Podcasts ranzutrauen und einfach mal, ja, anderen Input zu holen. Kleiner Plug an der Stelle, lange Rede, kurzer soll gut sein. Ich packe euch das mal in die Infobox. Lassen wir das. Die nächste Sache ist vielleicht wieder so ein bisschen hippie-mäßig. Für den einen, für den anderen völlig normal. Kommt drauf an, ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt. Und zwar Stichwort Affirmationen. Wenn ihr euch damit auch nicht auseinandergesetzt habt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich sehr irritiert sein. Wenn schon, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Aber wenn euch das interessiert, guckt da auf jeden Fall nochmal und informiert euch. Affirmationen sind im Grunde klar
klar formulierte Wünsche, die man hat, die man aber nicht formuliert mit einem Konjunktiv, also ich würde gerne oder es wäre schön, wenn, sondern die man ganz klar so formuliert, als wenn sie schon da sind. Also im Präsens und kurz und knackig. Und diese Sätze für sich zu formulieren, helfen total, das Mindset zu verändern in die Richtung. Einige sagen, das ist so ein bisschen, als würde man Wünsche ins Universum schicken und wenn man sie nur klar genug formuliert, dann kommen sie auch so zurück. Ich bin tatsächlich hippie genug, dass ich das auch glaube, dass ich auch glaube, dass man, wenn man eben immer wieder wiederholt, ja und ah, bei mir läuft alles scheiße und ich bin so ein Pechvogel, dass man auch immer wieder Pech hat. Wenn man aber immer wieder sagt, ich bin ein Glückskind, dann hat man auch immer wieder Glück. Das ist zumindest meine Erfahrung. Die einen sagen, es hängt am Universum, die anderen sagen, dass es wirklich das Mindset ist und auch die Art, wie man dann das Leben anguckt. Egal wie man es dreht und wendet, es macht was mit einem und zwar was Positives, dass man wirklich in seinem Leben ein besseres Gefühl bekommt und hier und da sich auch Dinge bewahrheiten oder Dinge entstehen oder Dinge passieren, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie passieren können, weil man sie sich, glaube ich, mit diesen Sätzen, die man immer wiederholt, ein Stück weit auch erlaubt. Denn ganz oft, glaube ich, ist es auch so, dass wir uns Glück nicht erlauben, dass wir uns die große Liebe nicht erlauben und dass wir anfangen zu sabotieren oder Angst davor haben, dass wir uns nicht erlauben, den tollen Job zu machen, der uns weiterbringt, weil wir denken, naja, ich bin ja aber nicht klug genug oder andere können das viel besser, dass wir uns nicht erlauben, Abenteuer zu wagen, weil wir sagen, na, ich bin ja eigentlich auch ein Angsthase. Dass wir diese Sätze nehmen, ich bin ein Angsthase oder das kann ich nicht und sie drehen in ich kann, ich bin mutig, ich bin ein Glückskind. Das macht sehr viel mit einem und die kleine Challenge an der Stelle ist, dass ihr euch einfach mal hinsetzt und 3 von diesen Sätzen aufschreibt. Das kann alles betreffen, was ihr wollt. Das kann wirklich konkrete Wünsche, Träume betreffen, die ihr habt. Denkt dran, im Präsens formulieren und knackig. Das kann aber auch allgemeiner gehalten werden, wie zum Beispiel, ich bin ein Glückskind. Und diese 3 Sätze schreibt ihr euch auf einen Zettel und hängt ihn irgendwo hin, wo ihr sie täglich seht und wiederholt sie im Kopf immer mal wieder. Und dann guckt mal, was passiert. Ich bin echt ein Hippie. Was auch tatsächlich sehr, sehr dabei helfen kann, dass man so ein bisschen die eigene Seele streichelt, ist ein gutes Buch. Und tatsächlich ein Buch, entweder was einem was beibringt oder auch eins, was einem eine neue Welt aufmacht. Einfach eine Welt, in die man eintauchen kann. Menschen, über die man sich Gedanken machen kann. Charaktere, die Dinge erleben, über die man philosophieren kann oder wie auch immer. Wirklich sich mal bewusst Zeit nehmen wieder für ein richtig, richtig gutes Buch. Und eben abends nicht noch ewig am Handy zu daddeln, sondern sich vielleicht 10, 15 Minuten zu nehmen und einfach mal ein bisschen zu lesen, weil das einfach total gut tut. Und auch wenn ihr keine Leseratte seid, dann fragt doch einfach mal in eurem Freundeskreis nach Büchern, die euch empfohlen werden. Ich kann euch gerne auch mal ein paar Bücher in die Infobox packen, die ich total gerne mag. Und probiert einfach mal eins aus. Probiert doch mal aus, wieder zu lesen. Ich finde, wir alle lesen irgendwie zu selten. Ich definitiv. Ich bin da sowieso eher Team Hörbuch, aber hier und da tut es gut, einfach mal physisch ein Buch in der Hand zu halten und sich das gemütlich zu machen mit einem Tee. Gerade jetzt zu der Jahreszeit ist das irgendwie auch was, was einem so ein total wohliges Gefühl machen kann. Ich habe so eine ganz bunte Mischung an Menschen in meinem Leben. Menschen, mit denen ich super, super häufig Kontakt habe. Menschen, mit denen ich eher weniger Kontakt habe, was nichts darüber aussagt für mich persönlich, wie nah mir diese Menschen stehen. Aber eine Sache, die man ja schon auch hier und da mal vor sich her schiebt, ist, eine gute Freundin oder einen guten Freund mal wieder anzurufen, den man lange nicht gehört hat, die man lange nicht gehört hat. Nicht, weil man keinen Bock drauf hat, sondern weil wieder das Leben passiert und man irgendwie nicht so richtig den Raum dafür schafft. Und ich glaube, das ist auch was, was einem unheimlich gut tun kann. Ein gutes, vielleicht auch längeres Gespräch mit jemandem, den man schon länger nicht gehört hat, den man aber sehr schätzt und liebt. Also sollte das vielleicht was sein, was ihr auch auf eure Liste schreiben könnt. Etwas, was mir immer wieder Angst macht, aber was ich absolut liebe inzwischen, ist etwas zum ersten Mal zu machen. Ich glaube, es liegt ein ganz besonderer Zauber darin, etwas zum ersten Mal zu machen. Und das kann einem hier und da den Horizont erweitern und eine ganz neue Tür aufmachen und sagen, krass, das hätte ich nie gedacht, dass ich mein Leben mal in so eine Richtung entwickeln möchte. Es kann aber auch nur einen kleinen Effekt haben, dass man etwas zum ersten Mal macht und feststellt, nee, irgendwie ist nichts für mich. In jedem Fall hilft es einem, wieder was über sich zu lernen, über das eigene Leben zu lernen und sich wieder so ein bisschen einzurichten in seinem eigenen Leben. Wisst ihr, was ich meine? Probiert doch mal wieder was zum ersten Mal zu machen. Etwas, was mir total schwer fällt, was ich aber trotzdem ab und zu mache, ist das Handy aus. Normalerweise bin ich immer erreichbar für jeden, vor allem für die Leute in meinem Inner Circle. Die haben alle auch in meinem Telefon so eine extra Funktion, dass sie auch anrufen können, wenn es lautlos ist, falls mal was sein sollte, weil ich auch weiß, die Leute, die machen das nicht einfach, weil sie mir gerade irgendwas erzählen wollen, sondern wirklich nur dann, wenn Not am Mann ist. Das ist wichtig für mich. Aber
Trotzdem habe ich gelernt, hier und da abends oder wenn ich überreizt bin oder wenn ich merke, ich kann einfach gerade wirklich Ruhe gebrauchen, mein Handy mal auszumachen. Einfach mal in den Flugmodus zu machen, zur Seite zu legen und nicht drauf zu gucken. Das ist gerade für jemanden, der ja auch viel online arbeitet, sehr schwer. Aber ich merke jedes Mal, wie ich so durch Phasen gehe. Am Anfang bin ich total gestresst, weil ich denke, ich verpasse jetzt sicher irgendwas und habe immer wieder auch so den Impuls, zum Handy zu greifen. Und je länger ich das aushalte, desto mehr merke ich, wie ich mich entspanne und das wirklich auch im Kopf Stück für Stück loslasse und irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenke. Und wenn ich dann ins Bett gehe, wenn ich das zum Beispiel abends mache, sobald Vimi im Bett ist, wenn ich ins Bett gehe, dann denke ich, ach ja, Mensch, scheiße, mein Handy, das muss ich auch noch irgendwie laden und irgendwie einen Wecker anmachen und so weiter. Aber es tut manchmal wirklich gut, den Stecker zu ziehen, mal nicht erreichbar zu sein und sich auf sich zu konzentrieren. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir alle immer jeden neuen Reiz brauchen und immer wieder erreichbar sein müssen und ständigen Austausch haben, tut es gut, einfach mal auf Pause zu drücken. Ein Klassiker in solchen Riegen ist natürlich auch immer, eine Liste zu machen, wofür bin ich eigentlich dankbar in meinem Leben. Das klingt immer so super banal, man denkt, ja, Herrgott, da schreibe ich dann so die Klassiker rauf, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und überlegt, für was man alles dankbar sein kann, hilft einem das total, wieder einen ganz anderen Blick aufs Leben zu kriegen. Natürlich gibt es immer Dinge im Leben, die nicht so laufen, wie man sich das vorstellt oder die einen unglücklich machen oder unzufrieden oder auch total nerven. Aber im Gros geht es den allermeisten von uns hier und da tatsächlich besser, als wir glauben. Weil man sich doch auch mit dem Kopf, glaube ich, immer auf das konzentriert, was nicht so gut ist, weil man das als Problem ansieht, was gelöst werden muss und dadurch ein bisschen weniger, jetzt kommt der Sturm hier um die Ecke, ein bisschen weniger darauf guckt, was man hat. Welche Menschen hat man in seinem Leben, die man liebt, die immer für einen da sind? Hat man ein sturmsicheres Dach über dem Kopf? Hat man zu essen? Hat man ein gemütliches, schönes Bett? Hat man Freunde in seinem Leben oder ein gutes Verhältnis zur Familie? Ist man gesund? Lauter solche Sachen, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen banal rüberkommen, aber wenn man sie nicht hat, doch schwerer wiegen. Versucht euch mal darauf zu konzentrieren und macht eine kleine Liste mit Dingen, die euch glücklich machen, die gut sind in eurem Leben. Etwas, was ich immer, immer, immer wieder versuche und was mir nie glückt, was ich aber nicht aufgebe, weil ich weiß, dass es mir helfen wird, ist Meditation. Ganz viele von euch, habe ich ja mitbekommen, sind schon große Meditierfans und machen das auch regelmäßig und berichten auch immer wieder, wie gut ihnen das tut. Ich kriege das immer noch nicht hin. Ich kriege mein Hirn einfach nicht sortiert und ich springe zu sehr in meinen Gedanken und ich bin unruhig und das macht mich wütend. Was aber geholfen hat als Tipp, ist eine geführte Meditation zu machen. Es gibt ja Apps oder auch auf YouTube Möglichkeiten, um solche geführten Meditationen mitzumachen, wo man jemanden hat, der einem eine Geschichte erzählt oder Bilder für einen zeichnet und man selber muss sich nur einfach darauf einlassen. Das fällt mir definitiv leichter und ich gebe euch recht, das macht sehr viel mit der inneren Ruhe. Und wenn ihr jemand seid, der sowas noch nie ausprobiert hat, kann ich euch das nur ans Herz legen. Einfach mal eine geführte Meditation machen und gucken, was es mit einem macht. So für den Rest des Tages, fürs Mindset, fürs Wohlbefinden. Das nächste ist was ich Gott sei Dank auch beruflich viel machen darf, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, aber von dem ich weiß, dass nicht jeder das in seinem Leben hat und es tut einfach total gut, und zwar kreativ sein. Und da geht es nicht darum, dass ihr in irgendwas besonders gut seid, dass ihr der perfekte Maler oder Künstler seid, dass ihr perfekt Klavier spielen könnt oder singen könnt oder tanzen könnt oder wie auch immer. Es geht einfach darum, was zu tun, was einem so ein kreatives Outlet bietet, ohne dass man einen Anspruch hat daran, dass es gut sein muss, sondern dass man es einfach nur macht für sich selbst. Ohne Ziel, ohne Plan, einfach nur, weil man merkt, es tut mir so gut, einfach kreativ zu sein und Musik zu machen und zu malen oder was auch immer, sich mal wieder ranzutrauen. Ich glaube, viele von uns machen das so im Kindesalter total gerne, dass man mal malt oder so. Und irgendwann hört man damit auf, weil man merkt, okay, nee, gut, kann ich nicht, mach lieber andere Sachen. Und dadurch verlieren wir hier und da so ein bisschen auch Möglichkeiten, uns auszudrücken. Schreiben ist auch so eine Sache, das habe ich als Kind total viel gemacht und total viel mir auch Geschichten ausgedacht und wildes Zeug. Und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich dachte, naja, es gibt so viele andere, die können das besser. Aber es geht nicht darum, ob es jemand besser kann. Es geht darum, dass man sich den Raum nimmt dafür, es einfach zu machen. Und jetzt genieße ich es sehr, dass ich mir Raum geschaffen habe, wieder um zu schreiben. Auch wenn das allermeiste davon gar nicht irgendwann jemals jemand sieht oder hört. Aber es tut gut. Und das ist der Punkt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall mehr machen möchte, sind so kleine Achtsamkeitsübungen. Das klingt jetzt wieder sehr hippie-mäßig, aber ich glaube, jeder, der Mama oder Papa wird oder ein Kind bekommt, kriegt nochmal so eine kleine Erinnerung, wie schön es ist, auf die kleinen Dinge im Leben zu achten. Auf das kleine Blümchen am Wegesrand, auf das kleine Eichhörnchen, was gerade den Baum hochrennt, was man sonst nur kurz im Augenwinkel sieht und dann weiterläuft. Und sich auch zu diesen Dingen ein bisschen mehr zu freuen. Und das ist was Vimi mir tatsächlich
immer, immer, immer wieder vor Augen führt, wie schön es sein kann, sich zu kleinen Dingen zu freuen. Zu einem richtig schönen Stein, den man gefunden hat oder dem perfekt geformten Stock. Oder eben einfach auch sich zu freuen darüber, wie schön die Rutsche ist, auf der man gerade runterrutschen kann. Und auch als Erwachsener tatsächlich sich mal wieder auf eine Rutsche zu setzen oder auf eine Schaukel. Einfach solche Kleinigkeiten im Leben, wie lecker das Abendbrot ist. Sich wirklich darauf zu konzentrieren, wie geil ist eigentlich gerade diese Zusammenstellung, die ich gekocht habe. Nicht, weil ich so supi bin, sondern weil das wirklich lecker ist. Und ich mir auch das nicht nur reinschaufel, weil ich gerade Hunger habe, sondern das auch wirklich ein Stück weit bewusst genieße. Das sind so Kleinigkeiten, die man, glaube ich, auch hier und da ganz, ganz easy in den Alltag bringen kann, wenn man sich immer mal wieder daran erinnert. Es geht nicht darum, dass man sich in Kleinigkeiten verliert jetzt im Alltag. Die Zeit haben, glaube ich, die wenigsten von uns. Aber hier und da mal so 5 Minuten zu schaffen, indem man sich auf so Kleinigkeiten konzentriert und die auch zu schätzen lernt. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein unruhiger Geist bin, dass ich sehr gerne umherrödel und dass ich lebenshungrig bin und dass ich am liebsten alles auf einmal mache und gerne auf Achse bin, gerne erlebe, gerne ausprobiere und mich weiterentwickle und so weiter. Und ich bin sehr glücklich mit Tagen, die voll sind, wo ich ganz viel auf einmal machen kann. Ich brauche aber im Kontrast dazu ganz, ganz dringend einen ruhigen Abend und vor allem Gemütlichkeit. Und Gemütlichkeit ist, glaube ich, sowas, was man auch eher so für einen besonderen Anlass mal macht. Okay, wenn jemand Besonderes zu Besuch kommt, dann mache ich Kerzen an oder ich mache mal die schöne Lichterkette an oder ich mache mir diesen leckeren Tee zwischendurch mal, weil mein Tag jetzt besonders schlecht war oder ich ziehe jetzt mal die richtig kuscheligen Socken an und die richtig gemütliche Hose abends. Und ganz oft hinterlässt es so einen Gedanken im Hinterkopf, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Und ich habe vor ein paar Wochen gedacht, stimmt. Ich mache das zu selten. Es macht mich total glücklich, diese 3, 4 Duftkerzen in meiner Wohnung jeden Abend anzumachen und zu merken, wie sich so dieser Duft auch durch die Wohnung verteilt und so ein bisschen mich runterbringt. Und so gerne, wie ich ein unruhiger Geist bin, genauso sehr brauche ich auch das Kontrastprogramm, dieses sich runterfahren und was Gemütliches anhaben, gemütliche Kerzen anhaben, eine sanfte Musik und runterkommen. Und ich glaube auch so Gemütlichkeit und zu sich kommen und sich Raum nehmen dafür, einfach mal zu atmen und vielleicht etwas zu machen, was normalerweise was Besonderes ist und das so alltäglich zu machen, hilft total, einfach so ein richtiges Wohlfühlgefühl zu bekommen. Egal wie stressig der Tag war und wie viel los war, ich weiß, wenn Wimmy im Bett ist, mache ich die Kerzen an und dann startet so ein bisschen die Entspannung. Und das tut sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ja inzwischen eine richtige Yoga-Maus, würde ich sagen. Ich habe das total für mich entdeckt. Ich habe früher immer gedacht, naja, Yoga ist so, ja, macht man so Übungen, aber so richtig was bringt, tut es nicht. Und oh mein Gott, natürlich bringt das was. Also diese Stretching-Geschichten merke ich sofort an der Art, wie ich stehe, meine Haltung, wie sich auch meine Haut anfühlt, wie straff alles wird und so. Ich kann Yoga tatsächlich nur jedem empfehlen, der es nicht ausprobiert hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Yoga eine schöne Sache ist, um was für sich zu tun. Weil so eine Mischung ist aus sich konzentrieren auf diese Übungen, das heißt den Kopf ausmachen für all den Stress, den man so hat und gleichzeitig zu merken, wie sich Sachen so entspannen oder dehnen. Ich glaube, gerade für die von uns, die viel am Rechner sitzen und von Natur aus so eine ungesunde Körperhaltung kriegen, ist es total schön, sich die Zeit dafür zu nehmen, das alles mal wieder zu lockern und zu stretchen. Und ich merke das definitiv, ob ich das eine Weile gemacht habe oder eben auch wieder nicht. Und ich genieße das sehr, wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich regelmäßig Yoga mache. Das heißt, Top-Tipp, probiert doch einfach mal 30 Minuten Yoga aus. Ich kann euch gerne mal Midi Morrison in die Infobox packen. Die macht so deutschsprachige Yoga-Videos und hat ganz, ganz tolle Playlists, auch so für Anfänger, um erstmal so reinzukommen. Und die mache ich immer mal wieder durch und habe dann so kleine 30-Tage-Challenges. Ihr müsst das nicht gleich 30 Tage machen, aber einfach mal anfangen und gucken, wie sich das anfühlt und ob das was mit einem macht oder nicht, ist total schön. Und ich finde die Art, wie sie das so erklärt, sehr schön, auch gerade so zum Einsteigen. Also ja, probiert das doch einfach mal aus. Noch etwas, was mir total hilft, hier und da über Themen anders zu denken oder nochmal neuen Input zu bekommen, sind TED-Talks. Da gibt es eine ganze Menge an TED-Talks, die großartig sind. Ich habe auch Freundinnen, die schon TED-Talks gehalten haben. Die verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox. Und es gibt wirklich so eine Handvoll TED-Talks, die einem wirklich den Horizont erweitern. Hört man das im Video? Ich weiß es nicht. Wenn ihr da Input braucht und ihr merkt, okay, das würde mir gut tun, guckt da gerne mal vorbei. Jedes Jahr zu Silvester erzähle ich es von Neuem, weil ich auch jedes Jahr wieder Leute habe, die es noch nicht gehört haben und die es dann ausprobieren. Und zwar schreibe ich mir einmal im Jahr einen Brief an mich selbst. Das klingt jetzt irgendwie sehr narzisstisch fast, aber es ist für mich so eine Möglichkeit, um ein Gespräch mit mir selbst anzufangen. Ich schreibe in diesem Brief rein, was ich mir fürs neue Jahr wünsche. Klar, zum Jahreswechsel hat man ja automatisch solche Gedanken. Was ich hoffe, was ich erreiche. Was ich hoffe, was ich nicht verliere. Kleine Erinnerungen, die ich mir reinschreibe. So, als würde ich das einer guten Freundin schreiben. Und das ist
so ein schönes Mittel, um sich selbst was Gutes zu tun, um sich zu motivieren, um sich auch wieder auf das Wesentliche zu besinnen und ist für mich einfach wirklich ein Tool, was mich sehr, sehr, sehr glücklich macht. Und ich glaube persönlich, das muss man nicht immer zum Jahreswechsel machen. Das kann man auch dann machen, wenn es einem gerade einfällt oder zum Geburtstag oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ein Tool, was einen ein bisschen tragen kann, durch schwere Zeiten, aber auch durch leichte Zeiten. Und das würde ich euch definitiv mal empfehlen. Das nächste ist konkret eine Massage. Wenn ihr in einer Beziehung seid oder wenn ihr eine liebe Freundin habt, einen guten Freund, wie auch immer, dann bittet doch einfach mal jemanden, euch zu massieren. Einfach mal so ein bisschen den Rücken durchzukneten. Ihr könnt natürlich auch professionell euch mal einen Termin machen. Auch das darf man sich mal gönnen. Es gibt inzwischen, glaube ich, auch irgendwie eine App, wenn ihr in einer Großstadt wohnt. Da muss ich meine Freundin Maria mal fragen, die hat das neulich ausprobiert. Eine App, mit der man sich Massagen nach Hause ordern kann. Ich guck mal, wo ich das finde. Wenn ich das finde, packe ich auch das in die Infobox. Oder wenn ihr das gar nicht mögt und jemand seid, der sagt, ah, das habe ich nicht so gerne. Ich mag nicht so gerne, wenn irgendjemand Fremdes da mir am Rücken rumknetet. Es gibt unter anderem so eine Faszienbälle, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. So eine festen Bälle, die man wunderbar zwischen seinen Rücken und die Wand klemmen kann und dann selber so ein bisschen die Stellen abrollert, die sich unangenehm anfühlen. Und das mache ich zum Beispiel inzwischen sehr, sehr gerne. Das hilft total, um einfach auch so Verspannungen zu lösen. Oder wenn ich merke, ah, wenn ich den Arm so bewege, dann piekst es hier so ein bisschen. Da sofort mit dem Faszienball ranzugehen, hilft, dass es nicht schlimmer wird und dass das Ganze sich dann tatsächlich auch gleich wieder lockert. Und ich kann das absolut empfehlen. Massagen sind großartig. Ganz egal, ob man sie selber macht sozusagen oder ob man sich massieren lässt, das sollte man wirklich ab und zu mal machen. Das tut extrem gut. Warum flüstern? Ich habe keine Ahnung. Mehr Kaffee. Ich glaube, wenn man gefragt wird, was ist denn so dein Lieblingsessen, haben die allermeisten erstmal nicht sofort konkret eine Idee. Und wenn man so drüber nachdenkt, fallen einem dann doch so Dinge ein, die man super gerne isst. Bei mir sind es zwei Sachen, die meine Omi und meine Mama sehr, sehr gut machen, die ich sehr gerne esse. Ansonsten, wenn ich so drüber nachdenke, was ich grundsätzlich gerne esse, was ich gerne koche für mich selber, sind es oft Sachen, die ich mir viel zu selten mache. Und es liegt gar nicht daran, dass sie so unfassbar aufwendig sind, sondern weil einfach im Alltag man dann doch eher schnell mal hier und da was kocht. Aber ich glaube, es ist auch echt, echt hilfreich und tut total gut, sich daran zu erinnern, ich esse doch total gerne das und das. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal wieder machen. Auch wenn es mal aufwendiger ist. Einfach auch sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, abends, ich koche jetzt nicht einfach schnell mal sowas zwischen Tür und Angel, sondern ich nehme jetzt bewusst diese halbe Stunde länger und koche mir das Essen, weil ich da richtig, richtig Bock drauf habe. Und das dann auch wirklich zu zelebrieren und zu genießen. Eine Sache, die mir so oft empfohlen wurde und an die ich mich noch nicht rangetraut habe, aber ich packe sie trotzdem hier rein, weil so viele von euch geschrieben haben, dass es toll ist, ist Fantasiereisen zu machen, beziehungsweise progressive Muskelentspannung, heißt das so? Ich hoffe. Googelt das mal, jup das mal, jup das mal. Da gibt es ganz, ganz tolle Anleitungen, auch geführte Anleitungen, um so kleine Fantasiereisen zu machen. Das funktioniert ähnlich am Ende wie eine Meditation, nur dass man so ein bisschen konkreter wird und eher auch, ja, den kreativen Teil des Hirns anspricht und trägt. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor. Da habe ich richtig Bock drauf. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Wenn ihr da einen Tipp habt, schreibt mir das gerne. Wenn ihr da einen Kanal habt, den ihr empfehlen könnt oder ein Buch oder sowas, gerne, gerne in die Kommentare, dann sammeln wir da. Aber das wollte ich zumindest mit auf die Liste packen, der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber definitiv was, was ich mal testen möchte. Eine Sache, die finde ich, die einem total hilft, gerade in Phasen, in denen es einem nicht so gut geht, ist so ein Blick auf sich selbst und vielleicht auch ein Blick nach vorne so ein bisschen. Das heißt, was ich dann gerne mache, ist mein Leben angucken und überlegen, was ist schön in meinem Leben. Aber auch, welche Sachen mag ich gerade nicht? Welche Sachen haben sich vielleicht auch eingeschlichen, die ich im Alltag so mache, die jetzt nicht riesengroß und dramatisch sind, aber die mich schon stören, die ich irgendwie doch gerne anders mache, wo ich mich auch selber mal erwische, ich denke, warum sitze ich jetzt schon wieder am Handy oder warum mache ich das immer? Es ärgert mich, eigentlich will ich das gar nicht machen. Und sich zu überlegen, welche zwei, drei Dinge würde ich gern in meinem Alltag verändern. Natürlich können das auch größere Sachen sein, wenn ihr sagt, Mann, vielleicht ist das jetzt mein Zeichen, aufzuhören mit dem Rauchen oder vielleicht ist das mein Zeichen, jetzt anzufangen, regelmäßig Sport zu machen, was auch immer es ist. Es können aber auch ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel, ja, tatsächlich die Handyzeit zu überdenken. Vielleicht ist abends das Handy wegzulegen oder nicht morgens als erstes raufzugucken. Oder so Kleinigkeiten, die können echt den Alltag komplett verändern. Wie ich jetzt neulich gesagt habe, ich gehe irgendwie zu spät ins Bett. Was oft daran liegt, dass ich abends dann, wenn Wimmy im Bett ist, hier noch räume und meine Sachen mache. Und wenn der Gedanke kommt, als würde ich gerne schlafen gehen, muss ich mich noch abschminken und Zähne putzen und so weiter und Katzenklos. Und seit ich das verlagert habe, das heißt, Wimmy ins Bett bringen, mich direkt abschminke, direkt die Katzenklos mache, direkt Zähne putze, habe ich diesen Übergang nicht mehr. Das heißt, wenn ich dann im Bett fertig bin sozusagen, dann räume ich durch die Wohnung oder gucke noch einen Film oder lese ein Buch oder höre ein Hörbuch oder arbeite noch irgendwas. Und wenn ich denke, so jetzt bin ich müde, kann ich einfach ins Bett gehen. Das hat mir das ins Bett gehen total erleichtert und entspannt. Und einfach wirklich mal solche Sachen anzugucken. Was sind so Kleinigkeiten, die mich stören und wie kann
ich sie verändern. Ich hoffe sehr, das Ganze hat euch irgendwie inspiriert oder motiviert, mal was zu verändern, was Neues auszuprobieren, euch was zu gönnen. Und ja, schreibt mir gerne mal, ob es irgendwas gibt, was ihr umsetzen wollen würdet. Irgendwas, was ihr euch vornehmt. Vielleicht 1, 2, 3 Punkte. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir uns gegenseitig motivieren. Ansonsten passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann.